Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt und eingeschaltet habt oder zufällig auf das Video gestoßen seid. Hier kommt ein Kasten her. Ja, was für ein Kasten. Wäre ja blöd, wenn hier ein Brotkasten wäre. Überall liegt das Werkzeug herum und ich will es endlich einmal in einem Kasten haben. Geordnet, schön, dass ich es finde und nicht suchen laufen muss. Ich werde den Korpus mit Schwalbenschwanzzinken fertigen. Die Höhe ist 1 Meter und die Breite ist 70 cm. Der Rest wird sich ergeben. Jetzt, das sind die Querstücke. Ich werde immer darauf achten, dass die rechte Seite des Holzes nach außen schaut. Denn wenn sich das Brett einmal so drehen würde, wäre hier offen. Und wenn ich die rechte Seite nach außen schauen lasse, dreht sich das Brett so und macht mir eigentlich diesen Stoß vorne automatisch dicht. Die Holzbeweglichkeit macht das alles dicht. Also, jetzt reißen wir uns das an. Tischlerdreieck, hier rechte Seite nach außen. Hier mache ich mir den Spitz her. Hier reiße ich mir das so an. Und hier ist noch ein Teil. Hier auch rechte Seite nach außen. Und das Tischlerdreieck. Jetzt habe ich mir hier an diesen vier Teilen das Tischlerdreieck gemacht. Und ich weiß in Zukunft immer, wie diese Teile immer zusammengehören. Und ich kann quasi die Zinken schneiden und kann mich nicht vertun. Außer ich bin geistig total abgelenkt. Ich denke an, hier habe ich ja schon einen Kasten, den habe ich mit der Zinkner Schablone gefräst. Sie ist nicht handhergestellt. Hier habe ich die Hobeln von meinem Großvater hineingestellt. Das ist maschinengezinkt, perfekt. Das ist so perfekt, dass es eigentlich langweilig ist zum Anschauen. Also nicht perfekt ist eigentlich immer schöner wie perfekt. Würde ich mal sagen, ja, was soll ich sonst sagen? Das ist das Querstück jetzt unten. Da reiße ich mir hier oben die Mitte an. Hier kann man gut lesen, hoffe ich, wie das berechnet wird. Zahl der Schwalben ist die Brettbreite durch 1,5 Brettdicke. Zahl der Teile ist dann mal 3 plus 1. Und Breite eines Teils ist die Brettbreite durch die Zahl der Teile. Hier kann man den Anriss gut erkennen. Und so sieht es als fertig aus. Zuerst müssen wir jetzt ein wenig rechnen. Anzahl der Schwalben ist die Brettbreite. 21,2 Brettdicke. Das ist 18 mm, 18 mal 1,5, dann hat man die 27 und die Brettbreite ist 21,2, also 21,2 ohne Komma, ich nehme die Millimeter nur, durch 27 ist 7,8 Schwalben. Wir könnten auch 8 nehmen, aber nehmen wir 7, die 7 Schwalben mal 3 plus 1, 22 Teile haben wir. Hier ist 0 angelegt und hier ist 22 angelegt. Und bei jedem Zentimeter mache ich mir jetzt einen Strich. Normal schneide ich diese Schwalben und diese ganzen Verbindungen einfach so Auge mal Bi-Aufteilung. Aber manchmal muss man auch genauer arbeiten, denn man will ja keine blöde Nachrede haben. 6 Teile, das messe ich mir jetzt ab. 6 Teile sind 5,8 und dann hier von der Mittellinie 5,8 hinauf. Und dann mache ich mir hier einen Riss durch. Jetzt lege ich das schön her, teile es auf. Der erste Teil ist ausgelassen. Hier wäre der erste Teil, der ist ausgelassen. Also der zweite wird hier genommen und dann wird er nicht mehr ausgelassen, dann wird er verbunden. Der dritte wird ausgelassen, der vierte wird hier wieder verbunden. Dann, und so geht es immer weiter. Zinken, dann ist die Schwalbe doppelt, Zinken, Schwalbe doppelt, Zinken, Schwalbe
und so geht das dahin und jetzt hat das ein Gesicht und jetzt kenne ich mich aus. Durch diese 6 Teile, die ich hier angerissen habe, weiß ich die Schräge, die haben wir am Schrägmaß schon eingestellt und jetzt reiße ich mir das hier einfach an. Jetzt hätte ich noch die Möglichkeit, das Ganze umzudrehen, falls ich das falsch eingespannt habe. Also jetzt ist ein guter Zeitpunkt, nochmal in sich zu gehen und schauen, wie das passt. Jetzt das Teil gehört so hin, es soll nicht runterfallen, somit muss so die Schräge sein. Und wenn ich mir das jetzt so einspanne, muss so die Schräge sein. Da kann man sich, wenn man sich so unsicher ist wie ich, quasi anreißen, ein bisschen weiter nach unten, sich ordentlich raufschauen kann und jetzt reiße ich mir das hier überall an. Holzstärke anreißen. Ein bisschen mehr wie die Holzstärke habe ich genommen, um ein Tausendstel, dass mir der Zinken etwas vorschaut und nicht die Fläche. Ich will lieber, dass das Hirnholz herausschaut. Kann ich leichter bündig schleifen. Und die Seite, die außen ist, die sieht man. Also die reiße ich mir genauer an, die andere Seite reiße ich mir gar nicht an. Denn das wird ja abgedeckt durch das nächste Stück, das kommt. Hier kann man es sehen, hier will ich, dass der Schnitt gerade ist. Genau darauf achten, es muss genauso angerissen sein wie auf der anderen Seite, sonst passt das nicht. Also immer auf das Tischlerdreieck achten. Jetzt reiße ich mir hier wieder an, was herausgehört. Das Anreißen mache ich jetzt weiter alleine, denn ich will pfeifen und ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Wenn ich mich auskenne mit dem Werbungsschalten, schalte ich jetzt eine Werbung. Also viel Spaß mit der Werbung. Falls ich keine geschaltet habe, kenne ich mich noch nicht aus. Hier hinten habe ich mir also ein Restholz eingespannt, damit das gleichmäßig zugeht. Und sonst zieht sich die Klemme immer so schief. Am Sonntag stehe ich auf, wie jeden Sonntag, so um 8 in einen in der Früh, also wenn ich daheim bin. Und dann lasse ich mir einen Kaffee auf. Eigentlich lasse ich ihn nicht mehr runter. Ich stelle mir einen Richot drauf und während der Kaffee warm wird, gehe ich mit den Schlapfen. Meistens ziehe ich mir was Wärmeres an, weil wenn ich das Lied geschrieben habe, war Winter. Also ich habe mich warm angezogen und bin um die Zeitung gegangen. Die ist nicht weit weg von uns daheim. 1,20 kostet, sie hauen ja 90 Cent rein, weil es mir wurscht ist. Dann gehe ich kramen die Schuhe gerade, weil Stoner liegen sie am Gestrahl. Es war echt glatt. Aus meinem Mund raucht es außer, ich rauche aber kurz. Beim Zinkenschneiden ist es wichtig, dass der halbe Strich stehen bleibt, dass gerade geschnitten ist und das hier aus ist. Also nicht über diese Linie drüber schneiden. So, jetzt macht man den ersten Schlag mit dieser Schablone quasi. Dann passt das ziemlich genau. Das kann man gleich überall machen, bevor das verrutscht. Aus dem Raubfang raucht es aus
und es ist saukalt. Dann gehe ich heim, der Kaffee, es riecht schon mal, die Tür aufmache, riecht extrem stark nach Kaffee schon. Ich gehe hin, die Kugel, nehme das runter, lade es ein in mein, also ein Blechhäferl, also ein Rieskäferl, wo der Lack schon ein bisschen, wo die Emaillierung schon ein bisschen angeschlagen ist, soll nicht gesund sein. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade wegen nehme. Da ist aber irgendeine Zusatzaufschrift da oben. Das hat mir meine Oma nämlich gegeben, kurz bevor es gestorben ist. Da steht oben, Bruder, bist du daneben. Ja, was soll man machen? Ja, was soll man machen? Ja, was soll man machen? Das sind halt so. Eine Seite ist jetzt fertig. Jetzt geht's an die nächste. Zuerst stemmt man hier hinunter, wo es spitz zusammengeht, damit man von der anderen Seite das besser wegnehmen kann, dann verkeilt sich das nicht. Ich hoffe, das habe ich jetzt verständlich erklärt. Das sind halt so Sachen. Sollen wir rennen oder lachen? Jetzt setze ich mich hin mit meinem Kaffee, dann habe ich die Kronenzeitung aufgeschlagen. Ich schaue eigentlich immer Seite 7, weil wegen den Nockern. Die habe ich rausgeschnitten, ich habe die gesammelt. Und jetzt haben sie Seite 3? Auf Seite 13 war es letztens. Jetzt wollte ich mal, jetzt habe ich letztens wieder in die 3x3? Ist 12. Und bin das letzte Mal. Das hier lasse ich stehen. Wenn ich es jetzt umdrehe, hat das noch eine Auflage und es kann mir nichts wegbrechen und es prellt nicht und so weiter und so fort. Und hier ist das jetzt so. Hier ist das ja breiter und es geht keilförmig zusammen. Hier spalte ich immer gleich die ganze Fläche weg. Wenn ich das hier machen würde, würde sich das in dem Keil immer festhalten und ich müsste es herausbrechen. Und so kann ich jetzt, dadurch, dass ich es jetzt umdrehe, kann ich das Ganze so herausnehmen, ohne dass es mir drinnen hängen bleibt. Und das geht natürlich viel schneller. Als ich mal um die neue Zeitung gegangen bin, habe ich aus Trutz nichts reingehauen und habe extra gewartet lang und habe es dreimal so gemacht, ins Laden gekocht und dann habe ich geschaut und dann habe ich die Zeitung rausgegangen. Fünfmal hintereinander hätte erwischt werden wollen, weil ich mich beschweren will beim Herrn Kontrolleur, dass das nicht mehr so passt, dass er eigentlich mein ganzes Ritual am Sonntag zusammengehört hat. Aufgrund des Tischlerdreiecks weiß ich jetzt, wie das zusammengehört. Jetzt kann ich mir das nächste Teil nehmen. Zuerst das Material, also die Materialstärke anzureißen. Das habe ich hier. Und das gehört hierher. Das Brett ist ein wenig gedreht. Jetzt muss ich mir hier eine Zwinge ansetzen, dass ich gerade werde. Sonst wird das nichts. Kontrolle. Das Richtige gerade geworden ist. Ja. Dann kann man sich das anreißen. So. Jetzt ist das angerissen. Jetzt markiere ich mir gleich, was weggehört. Hier ist es jetzt wichtig, ganz genau zu schneiden, denn so wie das andere jetzt ist, das lässt sich nicht mehr verändern. Also hier erwarte ich Disziplin. So, und jetzt sind ja die Schnitte hier, werden ja schief. Jetzt kann man sich das, also wenn man es ganz genau haben will, geht man eigentlich so sogar her, stellt sich das in die Waage, also in rechten Winkel zur Hobelbank. Und jetzt geht erst richtig die Post ab. Aggressiver Stand und schneiden. Ihr dürft nicht so genau zuschauen, da kann ich nicht schneiden. Kurz die Augen zumachen, bitte. Und hier sollte irgendwie wieder hinkommen zu deinem, dass ich sagen kann, Bur, du bist der Depp. Ja, was soll man machen? Ja, was soll man machen? Soll man weinen oder lachen? Die ganzen Schwalbenschwänze und die Zinken sind jetzt geschnitten, gestemmt. Alles passt. Ich habe ein wenig nacharbeiten müssen mit der Raspel. Jetzt weiß ich, wie es zusammengehört, durch das Tischlerdreieck.
Und ein Freund macht mir die Rückwand, der hat eine 8mm MDF-Platte, diese wird er furnieren. Dazu werden wir hinten natürlich eine Nut machen müssen. Ich habe das jetzt so grob zusammengesteckt, dass man das erkennt. Wenn die Nut hier läuft, unter der Schwalbe, dann sieht man das seitlich nicht. Von unten sieht man es natürlich, aber unten ist uns das egal. Also die läuft dann hier, hier ist sie aus, geht nicht durch und hier geht sie so durch und man sieht sie unten und oben. Man sieht dann unten und oben den Austritt der Nut, aber das ist... kein Problem, jetzt werden wir das nutzen. Die Rückwand, die hineinkommt, ist 8,5 mm stark. Ich habe aber nur einen 6 mm Fräser. Den lasse ich jetzt gleich drinnen, den nachstellen muss ich sowieso. Das heißt, ich muss dann um 2,5 mm auf- oder abfahren. In meinem Fall habe ich es so eingestellt, dass ich auffahren muss. Dann habe ich 8,5 mm. Wenn die Rückwand dann schwer hineingeht, kann ich hinten einmal mit dem Putzhobel oder mit der Schleifmaschine durchfahren und sie geht schön streng hinein. Das ist mir lieber, wie wenn sie so flattert. Den Vorschub habe ich so aufgestellt, dass er mir das anpresst an den Anschlag. Das geht nicht mit allen Vorschüben so, aber mein Vorschub ist ein Extraklasse Spezial Sonderedition Live Vorschub und der kann das. Also hier drücken die Räder dann das Stück gegen den Anschlag und der Nutfräser ist schon drinnen. Tischler Dreieck muss hineinschauen, somit kommt hier die Nut. Wenn ich sie jetzt schon hätte, könnte ich sie mitverleimen und das wäre kein Problem. Ich habe sie aber nicht. Jetzt muss ich sie von unten reinschieben. Somit muss das hier unten weg. Dann kann man ja seitlich hineinschauen, hinten, da ich ja diesen einen Zinken ausgeschnitten habe. Aber ich werde dieses Teil einfach wegschneiden und dazuleimen. Dann sieht man nichts von diesen ganzen Problemen, die hier aufgetaucht sind. Es ist ja kein Problem. Es ist einfach, was ist das? Keine Ahnung. Das brauche ich, das schneide ich dann einfach ab und leime es dazu seitlich und dann ist das Problem gelöst. Jetzt werde ich die Kanten schleifen, die Fläche noch schleifen, die anderen sind schon geschliffen. Hier habe ich die Nut mit dem Backel ausgeschliffen, dass die Rückwand schön hineinrutschen kann und dass nichts ausreißt. Also immer so eine Nut schön Kante brechen, anfassen. Es ist natürlich sinnvoll, das Ganze innen schon vorher zu schleifen. Wenn ich es zusammengeleimt habe, muss ich nur mehr die Ecken herausputzen durch den Leimaustrieb. Jetzt alles herrichten. Es kommt ein Freund und hilft mir beim Zusammenleimen, denn ihr wisst, beim Leimen habe ich immer einen Stress und ich will keine Herzrhythmusstörungen bekommen. Daher kommt jemand, ich werde alles richten. Denn wenn dieser kommt und es ist noch nichts gerichtet, bekommt der wieder Herzbeschwerden. Es ist eine sehr herzbeschwerdenreiche Gegend hier. Also Leim, Wasser, Zwingen und Backel zum Beilegen. Auf die Plätze, fertig, Feuer, los! Künstler spielen scheine Lieder. Wir haben sie dazu entschieden, dass wir die scheine Lieder reduzieren, weil warum einfach man es kompliziert angeht. Dann lege ich mich eigentlich nieder am Sonntag und schlafe. Dann ziehst du die Socken aus. Und dann ziehe ich es aber wieder an. Und auf die Socken steht oben, Buh, du bist der Depp. Ja, was soll man machen? Ah ja, was soll man machen? Der ganze Burdepp, hörst du, das ist sicher nicht zum Lachen. Passt. So, das war der Abschluss von deinem Lied jetzt. Die Rückwand habe ich jetzt auch schon bekommen, furniert mit Buche. Geht etwas streng hinein. Werde ich einmal drüber hobeln. Lieber ein wenig zu streng wie zu locker und die Luft passt dann nicht schön. Hierzu werde ich mit dem Putzhobel einfach durchfahren. Die Rückwand ist drinnen. Jetzt messe ich die Diagonale, denn wenn der Korpus nicht im Winkel ist, habe ich mit den Rahmentüren ein kleines Problem. 122,1, 121,6. Das heißt, wir müssen so die Zwinge ansetzen. 121,8,
und 121,8. Jetzt habe ich hier diese Plattenstärke, werde mit den Fingern so gehen, dann bin ich ziemlich Mitte und werde mir hier diesen Riss machen. Dann werde ich vorbohren und schrauben. Jetzt werde ich nachmessen, um zu schauen, ob sich nichts bewegt hat. 121,8 und hier dasselbe. Das heißt, der Korpus ist ganz genau im Winkel. Hier, die Platte steht hier einen halben Millimeter vor. Das mit der, wo man die Platte sieht, ist die Oberseite. Und so sieht der Korpus aus. Jetzt muss ich nur noch die Kante schleifen und dann ist es bereit für Teil 2. Somit kann man eigentlich jetzt sagen, wir sind mit Teil 1 fertig. Die Zinken sind auch einigermaßen schön. Hier ist etwas Luft. Hier unten sieht es ziemlich gut aus. Hier bei der Rückwand auch alles, wie es sein soll. Auch innen perfekt dicht, das ist wichtig. Noch wichtig ist auch, dass diese Ecken hier alle zu sind und auch hier sind die Zinken. Hier ist etwas Luft. Ich hoffe, das kann man erkennen und ansonsten passt das alles. Tischlerwerkzeugschrank, Korpusbau, Teil abgeschlossen. Jetzt gibt es dann den Teil 2, der kommt nächste Woche. Ich sage natürlich danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich habe mich nicht verletzt, ich habe noch alle Finger und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und wenn ihr auch andere Videos von mir anseht, also ansehen, tun, tut, anseht, anschaut, würde mich sehr freuen, wenn ihr auch meine anderen Videos anschaut. Und Daumen drauf, gefällt mir drücken, abonnieren ist auch sehr super. Und was kann man noch sagen? Ich werde euch noch ein kleines Lied vorspielen. Oh, du schöner Korpus, du gefällst mir so sehr. Oh, du schöner Korpus, dich gebe ich sicher nicht mehr her, außer jemand gibt mir Film. Oh, du lieber Korpus, du bist so wunderschön. Oh, du lieber Korpus, mit dir will ich spazieren gehen. Oh, du lieber Korpus, du standest mal in Saft. Jetzt bist du ohne Grab. Du bist so schön, ein schönes Korpus.